Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Leos Kitchen. Aber das schnippst du mal leise. Egal, heute ist ein Special Guest bei mir, nämlich genau hinter der Kamera ist der liebe Subsonic, der mich herausgefordert hat, Käsespätzle zu machen oder auch gut Schweiz Spätzle. Und ich würde mal sagen, was machen wir jetzt? So Freunde, wir machen jetzt erstmal den Spätzleteig, auch wenn man die Spätzle so einfach kaufen kann, machen wir jetzt einfach mal den Spätzleteig selber, denn der Alex wollte das so. Und zuallererst haben wir hier 375 Gramm Mehl, ganz normales, da gibt es auch so ein bestimmtes Spätzlemehl, aber wir nehmen einfach mal das ganz normale Mehl, weil man das auch nehmen kann. Dann, also das ist Weizenmehl, dann haben wir hier 200 Milliliter Wasser, auf Milliliter genau hoffentlich. So, dann haben wir jetzt zwei Eier, die wir noch kurz verquillen müssen. Das geht natürlich ganz einfach. Einfach rein damit. So, und die gleich kurz verrühren. Und dann kommen die jetzt... Oh lol, da ist Schale drin. Mal kurz die Schale raus, wenn es geht. Oh, es klappt sogar. So, uno. Und dann noch so ein kleines Miststück ist auch noch drin. Kurz einen Löffel dafür benutzen. Das geht jetzt wieder nicht. So, das ist noch das letzte Stückchen Schale, das gerade auf den Boden geplumpst ist, aber egal, jetzt geht's. Verrühren wir das alles ganz mal kurz ein bisschen. So, das sieht doch mal ganz geil aus. Ein bisschen mehr, dann ist das doch immer ein bisschen besser. So. So, und das kommt jetzt alles hier ins Mehl rein. Und dann wird das hier ein bisschen verrührt. Ja? Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt einmal kurz. So, das verrühren wir jetzt. Boah, ist das mehlig hier, Alter. Hallo, ich verrühre einfach mal alles. Wenn wir die Farbe ein bisschen antilden, dann kannst du es besser. Digga, wir haben gerade zu lange gewartet. Digga, das war ein Fehler. Mit dem Schneiden, das war ein brutaler Fehler. Digga, das war ein übelster Fehler. Digga, es ist nicht mehr flüssig. Warte, jetzt kommt noch, ich mach mal kurz ein bisschen Wasser rein. Okay? Probier, 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 schnell, schnell. Da ist auch noch ganz viel Mehl. Oh, Scheiße! Oh, das wird sogar was. Und da ist der Alex hier am Start, der Subsonic. Und der rührt immer weiter. So, ja, der Alex hat ja ein bisschen rumgerührt, denn in seinem Bizeps muss noch ein bisschen wachsen. Ja, so sieht das Endprodukt aus. Genau, und ich würde mal sagen, dass wir da jetzt einfach ein bisschen, jetzt müssen wir Wasser kurz aufsetzen. Er schabt sie jetzt hier mit einem ganz normalen Küchenmesser einfach so vom Rand oder hier vom Brett aus ins heiße Wasser, wo sie dann jetzt gleich ein bisschen kochen werden. Salz ist auch drin und die werden jetzt so lange kochen, bis dann die da auf der Oberfläche schwimmen. Und ja, wie man sieht, die sind schon alle so, ja, schon ein bisschen eingeritzt. Also der Teig wurde einfach nur drauf getan und einfach nur eingeritzt, damit man es besser abtragen kann. Und wie die Spätzle jetzt genau aussehen, das sieht man hier schön. Da schwimmen ein paar schon rum. Die sind natürlich ein bisschen, die sehen nicht so aus wie beim Discounter, sollen sie ja auch nicht. Die sollen auch selbst gemacht aussehen. Und das ist natürlich auch das Ziel. Jetzt benutze ich ein bisschen die Rückseite, um die. Die sehen natürlich ein bisschen aus wie jetzt so gekochte Mehlwürmer oder so. Ne? Ja, wie gekochte Mehlwürmer sehen sie aus, das stimmt. Aber das ist auch der Charme der Spätzle. Der Charme der Spätzchen, sagt Spätzle, sagt er. Ja, So, wenn die fertig sind, ja, zeigen. Das ist mal dein Siebchen. Und mein Siebchen ist hier. Ja, ist ein Teesieb, aber wir. Ja, komm, sein, egal. Die sehen wenn jetzt. Wenn die fertig sind, sind die natürlich, gehen die nach oben. Wir gehen nach oben und sehen so aus. Ja, das sind natürlich. Ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Genau, so warte. Boah, so sehen die dann aus, wenn die dann fertig sind. Ja, schon scharf wie deine Mutter. Ja. Genau, und dann kommt das alles in einen extra Topf, wo ich gerade vergessen habe, das Sieb drauf zu tun. Haha. Und dort werden sie nachher alle schön abgekühlt. Ja. Das macht man jetzt hier die ganze Zeit. Wir werden es wahrscheinlich alles füllen. Aber ja, so läuft das momentan bei uns ab. Geil! So, meine Freunde, wir haben jetzt hier schon die Spätzle fertig gemacht. Die Zwiebeln sind auch schon geschnitten. Und jetzt kommen die Zwiebeln hier
in die Pfanne und so. Ja, jetzt kommen die Zwiebeln hier rein und werden schön geröstet, gebratet, wie man es haben möchte. Dies kommt nach alles in eine Auflaufform, die dann im Backofen kommt und mit dem Käse alles wird das richtig geil. Bisschen Salz rein. Boah, meine Nase zwiebelt richtig, Alter. Holy shit. Zum Glück musste ich sie nicht schneiden, weil Alex hat sie geschnitten. Wie sonst was. Ja. So, jetzt warten wir ein bisschen, bis die geil sind. So, also wir haben jetzt hier schon mal einen Käse gerieben. Das ist einmal Gouda hier oben. Dann haben wir hier überall ein bisschen Raclette-Käse und dann nochmal Butterkäse drin. Das ist eine bunte Mischung, aber hoffentlich schmeckt das geil. Und wir fangen jetzt zuallererst an mit dem Schichten, dass wir unten erstmal Käse machen. Da kommt Spätzle da rein. Dann kommt was kommt dann rein? Zwiebeln, dann kommt wieder Käse, wieder Spätzle und dann Zwiebeln und Käse und halt, dass der Käse dann halt oben ist. Der Backofen ist schon hier kräftig am Heizen, dass das auch nachher alles schnell geht. So, ich glaube, das müsste reichen für die untere Schicht. Ich komme hier mal an die guten Spätzle. Das sind natürlich mordsgeile Dinger. Die Dinger sind halt mordsgeile Dinger. Das ist halt safe so. So. Ja, dazu muss man auch nochmal sagen. Sieht natürlich jetzt nicht so aus wie gekauft aus dem Supermarkt. Das ist natürlich auch das, was wir haben wollen. Ja, das sieht nicht so aus. Die schmecken natürlich auch besser und das sind natürlich auch Dinge, wo man auch mal was kauen kann. Was zum Kauen hat, das stimmt. Und geht dann rein, oder? Gucken wir so ein paar Zwiebeln. Jetzt kommen mal Zwiebeln hier, die schön geil gerösteten. Ja, die sehen doch einfach, wow. So. Hier ein bisschen Käse, können wir ein bisschen mehr jetzt nehmen. Also ein bisschen rüber damit. So, dann haben wir hier auch Butterkäse. Der in Scheiben war in Scheiben geschnitten. So, und ich glaube jetzt machen wir nochmal letzte Schicht Spätzle auf. Kann man das schon so als Auflauf zählen? Was glaubst du? Ich denke schon, ja. Aber das ist ein Auflauf. Spätzleauflauf. Was ist die Definition von einem Auflauf? Was mit Käse überbacken oder so? Ich weiß es nicht. Ich meine, ein Auflauf, ne? Ein Menschenauflauf sind ja. Leute, die. Das sind aber keine Leute, die mit Käse überbacken sind. Also so ein Kannibale macht bestimmt was im Menschenauflauf. Geil. Ist über nach Flach. Ist geil, oder? Ist halt ehrlich so. So, gut, jetzt kommen noch die letzte Schicht Zwiebeln. Super, und dann einfach der ganze Käse kommt jetzt auch noch mal kurz so schön eine Runde drauf. Boah, heftig. Alle drauf, ja. Hier, schön. Oh, das ist ein bisschen fest hier. Da ein bisschen. So, wundertoll. Boah, jetzt kommt Käse. So. Ich würde mal sagen, dann machen wir das mal im Backofen, nicht? So. Wunderbar. Super. Okay. Dann damit in den Backofen. Wir haben den dann auf 200 Grad gestellt, Ober- und Unterhitze. Holy shit, das qualmt erstmal eine Runde. Boah. Und ja, dann warten wir jetzt so lange, bis der Käse mal verschmolzen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vortrag. So, jetzt holen wir hier mal das Endergebnis raus. Oh. So, sieht auch mal hier richtig geil aus. Wir haben vorhin auch noch mal ein bisschen Pfeffer drauf getan, das einmal umgerührt. Und das ist jetzt unser Ergebnis.
Ich will aber sagen, da der Alex ja hier ist und die Herausforderung gestellt hat, werden wir beide mal probieren und gucken, wie das so schmeckt. Denke ich auch. Nicht? Geil. Super. So, Alex, dann gebe ich dir mal eine Gabel. Super, dann schau ich mal. Ne? Hier, Alter, guck mal. Boah, es sieht halt übelst heftig aus. Pass auf, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen heiß. Halt ich jetzt für hier. Ja. Zack. Ein bisschen Käse. Boah. Lel. Und, schmeckt's? Mm. Haben wir gut gemacht, oder? Haben wir gut gemacht. Übelst käsig und fettig. Fertig wie sonst was, ey. Aber die Zwiebeln passen da gut rein, geben auch so ein bisschen Süße, finde ich. Das sind zwar Zwiebeln, aber ja, wenn man die so ein bisschen blasiert. Mhm. Ja. Hammer. Kann man machen. Freunde, der Käse ist auch super. Man kann natürlich auch so noch mehr Käse reinmachen. Oder halt man kann ja auch anderen Käse reinmachen, so wie man das möchte. Was war da auch noch? Emmentaler wurde, glaube ich, auch empfohlen. Der Käse hat man da ja drin, ne? Ja. Ja, heftig, Mann. Finde ich geil. So. Würde aber sagen, sind wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, wenn sie da heißt. Wir sketchen. Hau rein.